Hallo zusammen. Wusstest du, dass die Disney Corporation einen Antrag im Kongress gestellt hat, um Disney World und Disneyland zu Flugverbotszonen zu erklären? Hast du dich schon mal gefragt, wo sonst noch Flugzeuge nicht fliegen dürfen? Wir sind zurück mit einem weiteren Video über Geheimnisse der Fluggesellschaften, Flugtipps und Reisehacks. Heute geht es um die Frage, warum Flugzeuge nie über Disneyland fliegen und 9 andere seltsame Flugverbotszonen. Abonniere die Wundersamen, wenn du es noch nicht getan hast und lass uns loslegen. Nummer 10. Disneyland und Disney World. Gebiete, die ein hohes Verkehrsaufkommen haben, werden in der Regel zu temporären Flugverbotszonen erklärt, um Komplikationen zu vermeiden, falls ein Flugzeug spontan landen muss. So wird zum Beispiel jedes Jahr der Super Bowl zur Flugverbotszone erklärt. 2003 erhielten Walt Disney World in Florida und Disneyland in Kalifornien vom Kongress die Erlaubnis, ihren Luftraum zur Flugverbotszone zu erklären. Der Grund dafür war, dass die Erschütterungen durch schwere Flugzeuge die Tiere im Animal Kingdom bedrohten und dass die Sicherheit angesichts der vielen Touristen, die jedes Jahr in den glücklichsten Ort der Welt strömen, ein Problem darstellte. Es gab aber noch einen weiteren Grund, einen eher eigennützigen. In den 80er Jahren warfen Flugzeuge beim Überflug von Disneyland Flugblätter und Werbung ab. Manche waren politisch, manche religiös und manche von der größten Konkurrenz, nämlich SeaWorld. Der einfachste, aber auch teuerste Ausweg war, Disneyland zur Flugverbotszone zu erklären. Nummer 9. Der Südpol. Einen Direktflug von Buenos Aires nach Perth zu buchen, kann eine ziemliche Herausforderung sein. Nicht unbedingt, weil Flüge von Argentinien nach Australien verboten sind, sondern weil die Fluggesellschaften es vermeiden sollen, den Südpol, also die Antarktis, zu überfliegen. Aber warum gerade der Südpol und nicht der Nordpol? Flugzeuge, die zum Südpol fliegen, sind nicht unbedingt kommerzielle Flüge. Es sind kleinere Flugzeuge, die ein oder zwei Passagiere zu wissenschaftlichen Zwecken in das kalte, gebirgige Gelände bringen. Wenn ein Flugzeug mit Hunderten von Passagieren einen Umweg über den Südpol machen würde, wäre es ziemlich isoliert und hätte keine Kontrolltürme, keine Tankstellen und nicht einmal einen Flughafen. Ein weiterer Grund, warum Flüge nicht über den Südpol gehen, ist, dass die magnetische Resonanz in diesem Gebiet das Navigationssystem eines Flugzeugs stört. Wenn du etwas über Flugzeuge weißt, dann dass der Verlust von Signalen mit einem Kontrollturm ein mögliches Todesurteil sein kann. Und schließlich machen die kalten Temperaturen die Flüge unerträglich. Es gibt wenig bis gar keine Sicht, was man inmitten der verschneiten Gipfel nicht unbedingt möchte. Außerdem müssten sich die Passagiere dick einpacken. Warum fliegen sie über den Nordpol, wenn sie nicht über den Südpol fliegen können? Das ist auch nicht so einfach. Flugzeuge, die über die Basis des Weihnachtsmanns fliegen, werden im Voraus gut vorbereitet und unterliegen strengen Vorschriften. Dein Flug von Buenos Aires nach Perth wird definitiv ein Anschlussflug sein. Nummer 8. Area 51. Wenn du zu der Gruppe gehörtest, die 2019 die Area 51 stürmen wollte, wusstest du vielleicht, dass es keine Flüge dorthin gibt. Wenn du einen Blick in einen der bestbewachten Orte der Vereinigten Staaten werfen wolltest, musst du wahrscheinlich zu Fuß gehen. Ist Area 51 für jeden tabu? Nicht unbedingt, obwohl es eine Reihe von Bedingungen gibt, die erfüllt werden müssen. Zunächst einmal dürfen nur Flugzeuge zu Area 51 fliegen, die vom McCarran International Airport in Las Vegas starten. Die Flugzeuge selbst müssen das Rufzeichen Janet verwenden, um die Freigabe für den Luftraum zu erhalten. Oh, und du musst ein hochrangiger Beamter des Militärs sein, um dorthin zu gelangen. Nummer 7. Der Pazifische Ozean. Hast du vor, über den größten Ozean der Welt zu fliegen? Diese Pläne musst du vielleicht erst einmal auf Eis legen, denn Transpazifikflüge sind ziemlich selten. Warum fliegen keine Flugzeuge über den Pazifischen Ozean? Weil es einfach nicht praktikabel ist. Der größte Ozean, der Pazifik, nimmt mehr Platz auf dem Globus ein als jedes andere Land. Und da die Erde eine Kugelform hat, erstreckt er sich von Osten nach Westen über den gesamten Globus. Angenommen, du fliegst von Nordamerika nach Asien. Ein Flug von Ost nach West über den Pazifik würde Tage dauern, aber ein Flug von Nord nach Süd würde nur Stunden dauern. Die Fluggesellschaften sind ziemlich wählerisch, wenn es darum geht, Zeit und Kosten zu sparen. Ein Flug über den Pazifik würde weder dem einen noch dem anderen gerecht werden. Nummer 6. Die heilige Stadt Mekka. Die heilige Stadt des Islams, Mekka, ist eine weitere Flugverbotszone.
Die saudische Regierung hat strikte Anweisungen gegeben, dass die Stadt nicht von kommerziellen Flügen angeflogen werden darf und nur einige wenige Privatflüge in die Stadt erlaubt sind. Warum ist das so? Eigentlich aus mehreren Gründen. Zunächst einmal gibt es in Mekka keinen Flughafen. Die nächstgelegene Stadt Jeddah hat einen der größten Flughäfen Saudi-Arabiens und liegt nur 90 Kilometer von der Stadt entfernt. Ein weiterer Grund ist das starke Magnetfeld der Stadt. Dieses Feld stört das Navigationssystem eines Flugzeugs und der geografische Norden ist nicht mehr korrekt. Piloten nutzen den geografischen Norden, um den Landeplatz zu bestimmen. Das wäre ziemlich schwierig, wenn dein Navigationssystem gestört ist. Außerdem ist die Stadt eines der beliebtesten Reiseziele der Welt. Und es gibt keinen Platz, um inmitten der heiligen Stätten, Hotels und anderen Gebäude einen Flughafen zu bauen. Eine spontane Landung einer Boeing 747 wäre so gut wie unmöglich. Nummer 5. Tibet. Als Heimat des Himalaya-Gebirges sollte man meinen, dass mehr Passagiere über eines der größten Wunder der Welt fliegen wollen. Doch leider haben die Fluggesellschaften kein Verständnis für ihre Sightseeing-Wünsche. Warum? Weil ein Flugzeug, das Tibet überfliegt, gleichbedeutend damit wäre, dass sie den drohenden Untergang absegnen würden. Zugegeben, das klang vielleicht etwas bedrohlicher, als es sein sollte. Aber Flugzeuge werden angewiesen, Regionen mit großer Höhe zu meiden. In größeren Höhen sinkt der Kabinendruck. Und der Pilot muss das Flugzeug auf eine Höhe absenken, die den Kabinendruck wieder auf ein optimales Niveau bringt. Das Absenken des Flugzeugs in bergigem Gelände würde jedoch die Navigation des Flugzeugs erschweren. Das ist eine Situation, in der man nur verlieren kann. Ein weiterer Grund, warum Flugzeuge nicht über Tibet fliegen, ist die Tatsache, dass das Gebiet einen unnachgiebigen Landeplatz darstellt. Um die Berggipfel in Tibet zu sehen, musst du wohl auf der Straße reisen. Nummer 4. Das Haus von George und Martha. Ich kann nicht lügen. In Mount Vernon, Virginia, steht immer noch ein Holzhaus, das in den späten 1700er Jahren gebaut wurde. Dieses Haus gehörte dem ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, George Washington, und seiner Frau Martha Washington. Zugegebenermaßen hat das Haus im Laufe der Jahre einige Abnutzungserscheinungen gezeigt, und das seit Jahrhunderten. Die US-Regierung hat das Haus von George und Martha zum National Historic Landmark erklärt. Sie können zwar nicht verhindern, dass Termiten eindringen, aber sie sorgen dafür, dass die Erschütterungen aus der Luft das Fundament nicht noch mehr erschüttern, als es ohnehin schon der Fall war. Der Ort ist einer der wenigen Orte in den USA, die keine militärische Flugverbotszone sind. Touristen können Mount Vernon besuchen, nur nicht mit dem Flugzeug. Nummer 3. Kernkraftwerk Pantex. Ja, es ist genau das, was du denkst. Etwas nordöstlich von Amarillo, Texas, befindet sich das Kernkraftwerk Pantex. In dieser Anlage werden Atomwaffen hergestellt, Raketen demontiert und die vorhandenen Kriegswaffen überwacht. Im Großen und Ganzen wissen wir, was in Pantex vor sich geht. Aber man kann ja nicht erwarten, dass ein Atomkraftwerk alle seine Geheimnisse preisgibt, nicht wahr? Positiv ist, dass Pantex seit 1991 keine Atomwaffe mehr entwickelt hat. Ich drücke die Daumen, dass das auch so bleibt. Nummer 2. Camp David. Camp David hört sich vielleicht nach einem Ort an, den du im Sommer besuchen möchtest. Aber du wirst überrascht sein, wenn du erfährst, dass der freundlich wirkende Ort für die meisten Menschen und für die meisten Flugzeuge tabu ist. Während seiner Amtszeit gründete Präsident Franklin D. Roosevelt die Naval Support Facility of Thurmont in Thurmont, Maryland. Das Gelände sollte ein spezieller Ort für US-Präsidenten sein, an dem sie wichtige Treffen unter strenger Geheimhaltung abhalten konnten. Hier treffen sich auch viele internationale Präsidenten und unterzeichnen wichtige Dokumente. In den 50er Jahren benannte Präsident Dwight Eisenhower den Ort dann nach seinem Enkel um. Der Ort ist nach wie vor einer der bestbewachten Orte in den USA. Das könnte erklären, warum die Regierung darauf besteht, dass keine Flugzeuge darüber fliegen. Nummer 1. Kennedy Space Center. Das Kennedy Space Center solltest du meiden, es sei denn, du möchtest, dass dein Pilot rückwärts zählt und Lift off sagt. Das Gelände ist eine beliebte Touristenattraktion mit Hunderten von Besuchern jeden Tag. Du würdest nicht erwarten, dass ein schweres Flugzeug inmitten von Kindern, die die Raketen bestaunen, spontan landet. Das Gelände ist außerdem eine Flugverbotszone, weil die NASA in der Gegend ihre eigenen Lufttests durchführt und die US-Luftwaffe ständig unterwegs ist. Wenn du nicht willst, dass der Verkehr am Himmel angehalten wird, solltest du das Kennedy Space Center besser meiden. Also gut, kommentiere unten, wenn du andere Flugverbotszonen kennst. Vergiss nicht, das Video zu liken, die Wundersamen zu abonnieren und unsere anderen Videos anzuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.